Let's start and spread the joy mit diesem Video. Du hast möglicherweise schon die zwei vorherigen Joy-Bingo-Videos gesehen. Es gab erstens die Einladung, das Spiel zu spielen, dann zweitens die Erklärung, wie das denn genau geht, sofern du es noch nicht verstanden hast. Und jetzt, wenn wir gerade vom Verstehen reden, möchte ich dich fragen, wie ist es bei dir, wenn du was nicht verstehst? Schaust du dann selber nach? Holst du dir die Informationen, um einfach das, was du brauchst, zu bekommen? Bist du aktiv? Oder dann hat sie es halt nicht gescheit erklärt, oder? Dann lass es halt bleiben. Also, die Frage ist, egal ob Joy Bingo oder was auch immer, wo im Leben kannst du dir die Freude erhalten, indem du vielleicht einfach mal nachfragst, dich selber noch schlau machst, bevor du dir die Freude nimmst, indem du da nicht weitergehst und dir einfach nur darüber ärgerst, dass du es nicht verstehst. Ich finde es nicht so super, wenn man in dem Ärger bleibt. Aber das ist ja eine Entscheidung. Und du hast die Wahl, Freude oder nicht.